Mountain Crime. Die Vergeltung. Folge 11. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde. Es war jede Menge los. In den letzten beiden Folgen. Und hier haben wir direkt ein Wimmelbild. Da würde ich sagen, komme ich ohne größere Umschweife gleich dazu. Schwer wird es vermutlich eh wieder nicht sein. Okay, da okay. Na gut, schauen wir uns mal das an. Ein Zahnrad. Feder. Sehe ich gerade nicht. Ein Ölkännchen. Würde ich das nennen. Oder auch eine große Kanne. Schlüssel. Oh, das muss ich mal sehen. So einen kleinen Schlüssel. Weiß ich gerade nicht. Nochmal so eine Art Zahnrad. Verschiedene Schrauben oder Nägel. Und was das sein soll, weiß ich nicht. Sieht aus wie eine Nase von einem Vogel. Oder Schnabel, besser gesagt. Aber seht ihr, nur nochmal als Beispiel, wenn man jetzt dieses Teil, seht ihr, was das auf dem Sessel da liegt? Wenn man dieses Teil finden müsste, ja, sagen wir mal. Das liegt hier nochmal. Das habe ich gemeint mit doppelt. Also ich spinne da nicht rum oder so. Ah, da ist der Schnabel oder wie man sagen. Okay, also jetzt nur noch Ding. Also hat ihr das auch nochmal... Nee, Moment, das ist überhaupt nur mal das Zahnrad. Nicht nochmal, sondern überhaupt... Moment, da muss man... Ach, das muss man wirklich... Lol. Hab ich gar nicht gesehen. Also seht ihr, ich kann jetzt das von der Couch nehmen oder das vom Fenster. Ich kann es jetzt nicht beweisen, ich müsste ja laden, aber das ist obvious, dass das ist. Das seht ihr, ist klar, oder? Aber ich kann auch das nehmen. Ich weiß nicht, ob ich rechts klicken kann. Seht ihr? Das ist egal. Das Symbol unter meiner Maus sieht jetzt genau gleich aus. Also das meine ich. Seht ihr, jetzt konnte ich es mal proven. Es ist egal, was man nimmt. Man hat zwei Optionen. Ich hätte jetzt auch das nehmen können. Okay, nur noch der Schlüssel. Aber finde ich nicht schlecht, dass es zwei Chancen gibt oder so. Da ist der Schlüssel. Der ist womöglich... Das ist ja nicht bei allem so. Womöglich nochmal irgendwo. Vielleicht auch nicht. I don't know. So, ich dachte, ich bin fertig. Ich habe ja noch die Feder zu suchen. Ja. Okay. Warm ist es halt erst wieder. Wir haben draußen 31 Grad. Bäh. Für der Pfau fängt an zu tanzen. Was ist das? Ein Magnet? Magnet mit... Ah, klar. Magnet an einer Schnur. Da können wir zu den Skorpionen. Scorpion. Wins. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. 206 war das, gell? Ich will mal die Puppen auf jeden Fall da reinlegen. Die Frage ist nur, was soll ich damit? Und ich finde die Wolfstapsa immer noch cool. Eine Zange. Können wir das mal probieren? Das ist doch bestimmt ein Rätsel. Ist da vorher irgendwas... Nee, ist nicht. Okay. Muss ich das... Also das ist Catherines Zimmer. Das hat er ja gesagt. Kann ich jetzt hier irgendwie... Aber wer soll Catherine sein? Ist das da vielleicht? Ah. Diese Puppe sieht aus wie Kevin, der Anwalt. Er ist in seinem Bademantel gestorben. Ach, das soll ein Bademantel sein. Ich sehe es doch nicht. Das ist auch so klein. Das sieht aus wie der Polizist. Die Puppe, die die Sheriffs oder Sheriff-Uniform trägt, soll wohl Jack darstellen. Ganz schön mysteriös. Und das ist bestimmt Catherine. Oder? Das muss wohl ich sein. Jemand wusste, dass ein... Was? Ein Arzt im Haus ist. Oh. Kann ich mit den Fäden jetzt spielen, oder was? Weil das klickbar ist. Nein. Komisch. Okay. Das heißt, es fehlt noch was. Und wenn ich alle Puppen zusammen habe, dann bekomme ich, wie gesagt, einen Teddy. Oder was kriege ich dann? Cool gemacht ist es auf jeden Fall. Ne, Catherine ist da nicht dabei. Ja gut, aber... Jetzt bin ich nicht ganz sicher, was das soll, weil... Zange und ein Zeitungsartikel. Ja, super. Lass mich mal kurz brainen. Zange. Hm. Was soll das jetzt also? Ah, natürlich. Auf beiden Gängen ist was zu tun. Also, ich kann mir denken, der rechte Gang mit der Zange bestimmt
die nächste Puppe lösen von dem Papagei. Gut, die könnte ich dann hier abgeben und dann. Und im anderen Gang gibt es auch noch was zu tun, aber was soll da zu tun sein? Hä? Doch nochmal unter die Decke schauen oder was? Aber das ist klar, glaube ich. Ja, natürlich. Das ist Catherine. Ja, natürlich. Als ob du das mit der Hand nicht hinbekommen hast. Laura, nee. Was für ein aggressiver Vogel. Vielleicht ist er einsam. Das heißt, ich kann da jetzt nicht hingreifen oder was? Wenn ich versuche, die Puppe da rauszunehmen, wird mich der Vogel in die Hand picken. Ja, und jetzt? Dann pickt er halt in die Hand. Mein Gott, also... liebe Zeit. Weichei. Ist das ein Spiegel? Achso, die haben, glaube ich, sowas in ihren Käfigen. Ja, und wenn ich so mal? Okay, falsch. Aber Hauptsache, er sagt mir, in dem Gang gibt es was zu tun. Ich komme doch hier jetzt eh nicht weiter. Naja, angeblich im anderen Gang. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Hä? Die Leiche zugedeckt. Ach, der ist auch vergriest, Nadel, oder was? Finger öffnen, wer auch immer verschlossen hat, gute Arbeit. Aha. Ja gut, aber... Ach so, einsam, ich muss ihn jetzt rausnehmen. Ach, der pickt dann nicht, oder was? Ja, genau. Wahrscheinlich. Der eine pickt dich zu Tode und der andere... Ich habe die Vögel freigelassen. Es hätte ihnen etwas Schlimmes zustoßen können. Das könnte ich sagen. Aber wieso die Vögel? Naja, ich weiß schon. Das heißt, man kann hier ständig auf und zu machen, oder was? Auf der anderen Seite, wenn sie ihre Flügel ausbreiten wollen, sollte ich sie lassen. Vielleicht halten sie... Was? Vielleicht hatten sie nie eine Chance dazu. Was erzählt er da für einen Stuss? Ich verstehe es nicht. Ich mache es jetzt wieder zu und dann mache ich... ja. Vor allem, da sind noch zwei Vögel drin. Ich könnte von hier aus sogar auf und zu machen. Ich wollte noch mich fragen, oder ich habe mich gefragt, ist das animiert, wenn ich das offen lasse? Keine Ahnung. Wir geben dem anderen Vogel jetzt mal eine Freundin oder was das sein soll. Und dann können wir vielleicht die Puppe haben. Er will nicht alleine sein, aber jetzt hast du ja... Da habe ich das jetzt offen gelassen. Das ist sehr gut gelungen. Seht ihr, deswegen habe ich keine. Jetzt freut er sich. Ja. Dafür, dass du mich picken wolltest. Was für ein nettes Paar. Sie haben wohl den Rest der Welt vergessen. Hoffentlich. Ich mache aber mal zu. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Einen Riegel habe ich jetzt hier aber keinen mehr. Süß. Wer ist jetzt das Mädchen? Sie, oder was? Weil bei Vögel ist ja, glaube ich, immer so, dass das Männchen so prachtvoll ist. Und wobei, sie sieht ja in grün, wenn sie eine Sie ist, auch schön aus. Alles klar. Das ist aber ein anderer Ton. Da wollte ich eigentlich nicht rein. Ich wollte nämlich eigentlich dieses Puppending abgeben. Aber hier sind wir fertig. Oder war da noch irgendwas, wenn ich jetzt schon hier bin? Oder gibt es da noch irgendwas von Interesse? Im Koffer war ja nichts mehr. Bei dem Strom hatte ich auch nicht. Was ist das eigentlich für ein weirdes Bild? Das sieht aus wie eine Fratze, aber es könnte auch ein Berg sein. Nee, hier war nichts mehr. Da wollte ich ja eigentlich auch gar nicht hin. Aber mit den Zimmernummern habe ich es in der letzten Session schon nicht gehabt. Ob das wohl schon reicht, wenn ich Catherine auch noch einmal... Wer soll auch sonst noch fehlen? Ich kenne ja gar keine Gäste mehr sonst. Diese Puppe ist Catherine. Sie wollte mir etwas, und ich habe es nicht lesen können, sagen oder so irgendwie. Der stellt jetzt nach, was passiert ist oder was? Und ich habe ihn umgebracht, oder was? Pum. Lol, wieso wird das alles unglaublich? Warum wird das alles nachgestellt? Jetzt ist das... Hä? Magic, oder was? Jetzt ist das hier kaputt und so. Holy moly. Okay. Welcher Wahnsinnige hat das getan? Und woher wusste er die Flugbahn von Jacks Schuss? Beobachtete uns jemand? Wenn ja, wer? Einer der Gäste? Es fühlt sich an, als würde uns ein böser Puppenspieler dirigieren. Das wäre fast ein Titel für das Spiel oder so. Der Puppenspieler oder für ein Hörspiel oder ein Gruselfilm oder so. The Puppet Master oder irgendwie sowas oder keine Ahnung. Naja, gut. Was sind denn jetzt eigentlich noch unsere Aufgaben? Mr. Gray ist klar. Hinterhof, unten habe ich keinen Schlüssel. Aufzug, fällt mir das Puzzleteil. Öffne den Karton. Habe ich sämtliche Abliken oder was da drauf sind, nicht? Ja. Entschärfe die Bombe in Zimmer 206. Ja, wie denn? Da fehlt doch auch alles dazu. Ich habe jetzt gar kein Inventar mehr. Oder kann ich noch nach links? Okay, ich wollte eigentlich im Inventar rumvorwerken, aber... Nee. Ja, toll. Zeitungsartikel. Bin begeistert. Und jetzt?
Lass mich mal kurz nachdenken. Ich habe keine blasse Ahnung. Ich habe nicht mal mehr die Zange. Ich meine, es kann natürlich schon sein, dass irgendwo ein Wimmelbild ist oder so, aber woher soll ich das jetzt riechen? Ich kann ja nicht sämtliche Räume abklappern, da werde ich ja blöd. Hm. Ich kann auch nochmal schauen, Karte technisch. Zimmer 206. Wie? Hä? Ja, aber hier kann ich ja nichts machen. Es fehlt ein Teil. Sagt er. Ja, und wie soll ich das jetzt herzaubern? So eine Art Puzzleteil hier. Wie soll denn das gehen? Ach, da ist der. Achso. Ja, okay. Habe ich nicht gesehen, sorry. Jetzt ist klar. Habe ich nicht gesehen. Habt ihr es gesehen? Okay. Ich hoffe, dass das einfach nur Lämpchen sind, die ich verschieben muss, oder? Klicke auf die Pfeile, um die Teile zu bewegen, bis sie mit der Vorgabe übereinstimmen. Ach so, läuft das ab. Oh, das auch noch. Schieberätsel, die mag ich ja so. Nach links können die nicht, oder was? Das verstehe ich nicht. Hä? Ich musste jetzt mit dem Grünen vielleicht auch mal irgendwann nach links. Aha. Oder kann ich... Hä? Ach, das geht nach links. Ach so, weil der Platz frei ist, kann da nach links. Boah, das ist aber nicht ohne, oder täuscht das? Du mich auch. Boah, das ist aber nicht einfach. Oder? Puh! Ja, ich will aber nach links, nicht nach rechts, mein Nase. Na gut, dann machen wir das mal nach links. Wir wollen ja eigentlich... boah, das ist aber schwer. Oder? Huiuiui. Blau muss auch darüber. Da kann man nichts klicken. Lila müsste eigentlich auch rüber. Wie soll das gehen? Jetzt kann ich das noch ein bisschen... Wobei, ich gehe ja mit dem Grünen in die komplett falsche Richtung. Merke ich gerade. Na, nochmal resetten. Jetzt, Moment. Also, blau... Jetzt müsste ich hier Platz machen, dann kann ich blau weiter. Nee, kann ich nicht. Ich muss... Hä? Warum darf ich jetzt nicht in beide Richtungen? Blau hätte doch hier Platz. Ja, blau muss sowieso nach unten. Grün müsste mal nach links. Genau, mal ganz nach links, endlich. Mach da mal, was ich will. Jetzt möchte ich eigentlich nach oben, nicht nach unten. Wobei, blau muss ja eh. Seht ihr, das ist nämlich schon mal gar nicht schlecht. Aber es ist natürlich, wenn ich jetzt rot hochschiebe, rot dann falsch. Aber lila ist richtig. So könnte ich es vielleicht machen. Weil rot muss ich rüberbringen. Also das ist nicht schwer. Nicht leicht. Okay, grün würde ich gerne, aber dann verschiebe ich lila. Ich kann höchstens das so machen, dass man grün erstmal schieben kann, wie blöd. Aber ist doch nicht mal schlecht, was ich bisher mache. Und rot noch. Aber wie kriege ich jetzt rot nach links? Weil er gibt mir die Option nach links gar nicht. Warum nicht? Warum nicht? Das ist schade. Und hier gibt er mir die Option... Höchstens, ich block den, dann kann ich vielleicht nach links... Hä? Warum kann ich ihn jetzt hier nicht... Warum kann ich das rote... Die zwei nicht nach links? Da ist doch Platz. Oder verstehe ich was falsch? Das checke ich nicht. Okay. Hm. Gelb müsste ich auch noch bewegen. Ah, jetzt kann ich auf einmal nach links, oder was? Warum kann ich jetzt nicht nochmal? Ich meine, ich will ja grün eigentlich nicht bewegen, aber... Ja toll, jetzt habe ich gedacht, ich kann ihn bewegen. Boah, das ist aber mir gewalmte Schädel. Lila. Ich weiß nicht, wie ich das Rote rüberkriegen soll. Gar nicht. Ich muss irgendwie das Graue wegkriegen. Warum kann ich das Graue jetzt nicht nach unten schieben, damit Rot frei wird? Müssen es immer zwei sein zum Schieben, oder was? Aber ich habe doch gerade vorhin auch was Einzelnes geschoben. Ich mache mal das Lila kurz aus dem Weg, dann kann ich Blau und dann kann ich wieder zurückgehen. Blau ist nämlich, muss ja rüber, obwohl die an der falschen Stelle, wenn man so will. Warum kann ich Gelb zum Beispiel nicht schieben?
Gelb kann nur nach links. Warum? Blau muss irgendwie... Boah, das ist aber schwer. Ich glaube, ihr habt nicht mehr alle Tasten im Schrank. Manche Wimmelbilder schleift einem ins Gesicht ein. Bös gesagt. Und hier, der hat ja wohl einen Vogel. Das braucht ja die ganze Folge oder Schlimmeres. Das weiß ich gar nicht, ob ich es in der Session überhaupt hinkriege. Na, jetzt stecke ich fest irgendwie gefühlt. Warum kann ich denn das hier nicht nutzen? Warum gibt es da nicht mehr wie ein Licht? Muss ich das ein paar Mal machen, oder? Kann ich da noch mehr klicken? Das ist doch so unmöglich, also zu schaffen. Man könnte es natürlich überspringen, aber das mache ich natürlich jetzt nicht. Das habe ich noch nie. Das fangen wir jetzt auch nicht an. Ja, genau. Warum kann ich denn jetzt gefühlt nichts mehr klicken? Es ist alles geixt. Ich kann es gerade nochmal resetten. Ich habe das Gefühl, man muss irgendwie... Ich weiß nicht. Ist das blöd? Man muss die Grauen auch mal aus dem Weg kriegen. Warum kann ich denn jetzt nicht weiter nach rechts? Ich hätte gerne das Gelbe jetzt darüber gehabt. Hier Gelb ist schon mal ganz gut. Blau ist nicht gut. Vielleicht kriege ich Blau mal... Ja, toll. Oder das Rote mal auf die Seite. So zum Beispiel. Aber jetzt ist Gelb wieder verschoben. Warum kann ich Gelb jetzt nicht zum Beispiel in Schutz nehmen erstmal? Na, egal. Das Lila kriege ich jetzt auch nicht bewegt. Boah. Also ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Und das alles bei 31 Grad. Komischerweise. Warum, wo ist die Logik jetzt? Erklär's mir, man. Verstehe ich das Spiel nicht? Warum kann ich jetzt die zwei so komisch bewegen? Und warum ist jetzt hier grün? Ja, weil eins richtig ist, oder warum? Oder. Ja, genau. Lila müsste ja eigentlich nach rüber gehen. Und das Rosane oder was das sein soll, ja eigentlich auch. Und Grün müsste ich ja auch irgendwie auf die Seite schieben können. Das ist ja alles immer in die Richtung, in die ich es nicht brauchen kann. Komischerweise, jetzt kann ich hier das Graue verschieben, wie es Bock hat. Warum? Mit welcher Begründung kann ich manchmal schieben und manchmal nicht? Das ist echt schwer, Freunde. Das ist wirklich schwer. Also da hat einer einen schlechten Tag gemacht oder gehabt, der das Rätsel gebastelt hat. Okay. Ja, das wollte ich eigentlich. Wobei, ich kann das Gelb schon schieben. Aber guck, seht ihr, das meine ich jetzt. Warum kann ich denn nicht Ding? Warum kann ich denn nicht, was sollen die Leuchten bedeuten? Warum kann ich denn jetzt nicht das Blaue nach unten schieben? Ich mag das nicht nach oben schieben, sondern nach unten. Weil dann wären drei Stück fast richtig. Lass mich doch das bitte nach unten schieben. Ich meine, das Gelb kann schon dahin. Aber jetzt ist Rot natürlich jetzt wieder so, wie es nicht sein soll. Lila stimmt jetzt auch. Und aber er behauptet, es wäre falsch. Also so quasi. Eigentlich Blödsinn. Lila ist ja auch nicht so verkehrt. Grün ist Quatsch eigentlich. Grün müsste ich dann so machen. Das ist halt auch nur bedingt richtig. Aber Lila stimmt schon mal. Vor allen Dingen, was ich mich jetzt gerade frage, sie müssen ja, weil das ja nur drei sind, sie müssen, also Grün muss praktisch hier hin, oder was? Im oberen Bereich. Oder muss es in den unteren Bereich? Warum kann ich jetzt zum Beispiel hier nicht Grau und Lila nach unten schieben? Warum geht das nicht? Das check ich nicht. Und warum kann ich Rosa nicht bewegen? Warum ist Rosa jetzt nicht eingerastet, würde ich mal sagen. Warum darf ich das jetzt nicht bewegen? Boah, also das ist ein Rätsel, da wird es mir ganz anders, Freunde. Also ganz ehrlich. Ich kann euch nicht sagen, wie ich das schaffen soll. Also das finde ich ein bisschen übertrieben. Ja gut, ich hau die Folge jetzt mal hier durch, Freunde. Ich meine, wir sind fertig. Ich hoffe mal, dass ich das in der nächsten Folge hinbekomme. Und ansonsten weiß ich auch nicht. Ich hatte auch schon Rätsel, die ich nicht gelöst habe, die ich dann offscreen so lange probiert habe, bis ich es hatte.
Aber für den Moment ist diese Folge jetzt mal durch. Und dann probiere ich es in der nächsten weiter. Und bis dahin. Tschüss.